Jo, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu Let's Play Metro 2033. Ja, diese ganze Sache ist nachsynchronisiert und deswegen, naja, versuche ich es einigermaßen. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die... Okay, das habe ich also übersprungen. Du warst auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir damals da letztes Mal aufgehört haben oder ob wir schon weiter gespielt haben. Wie viel lade ich da erstmal meine Akkus auf? Also Leute, während des Let's Plays kann ich ja jetzt nicht direkt live nachkommentieren, deswegen nenne ich das jetzt einfach mal mehr oder weniger Commentary und deswegen erzähle ich jetzt mal ein paar Sachen. Ich habe dieses ganze Video, habe ich eine ganze Stunde aufgenommen und habe das, ja, wie soll ich sagen, wie kann man das sagen? Ich habe eine Stunde lang aufgenommen, habe vergessen, mein Mikrofon richtig einzustellen. Es war zwar angeschaltet, aber mein PC habe ich falsch eingestellt, sodass ich dann die zweite Audiospur falsch aufgenommen habe. Da ich ein altes Mikro benutzen muss und mein altes Mikrofon nur auf Mono funktioniert. Daher habe ich den ganzen Kack-Kram da jetzt da drin. Mein neues Mikro, was ist ja wohl, habe ich nicht wieder eingeschickt, weil es kaputt war. Und egal, auf jeden Fall synchronisiert es dann einfach nach. Ja. Also, wir befinden uns jetzt unten an den Brücken. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar, das baut euch mal kurz, erstmal ein paar Teile nochmal wiederholen. Und der will seinen fetten Arsch, kann man nicht. Kann sein, dass der ganze Kram jetzt ein bisschen asynchron ist mit dem, was ich gerade rede. Auf jeden Fall versuche ich einigermaßen synchron zu halten. Ja. Hier suche ich nach Mond, glaube ich, oder sowas. Ja, genau. Und, erzähl ich mal ein paar. Und zwar, die Videobeschreibung ändert sich, wie ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen habt. In den ersten Verfahren hat es sich geändert, allerdings ändere ich die nochmal ein bisschen minimal um. Und zwar an den Zeichen. Weil ich habe die, sag ich mal, vom QSLP genommen und damit nicht allzu eng verstanden hat gesagt, wenn du es schon nimmst, dann verändern wenigstens minimal was. Dass es nicht nur hundertprozentig meine ist. Okay, muss mal ganz leise sein in dem Teil. Ganz leise sein. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Ganz leise muss ich das sein. Okay, jetzt kann ich weiter erzählen. Auf jeden Fall, ja, die Videobeschreibung halt eben. Unsere Kanaldesign wird sich vorher wahrscheinlich nicht ändern, aber dafür wird sich eventuell bei unser, wie soll ich sagen, unsere Art ändern, wir wahrscheinlich bereits mitbekommen. Ich bin im Stimmbuch jetzt fast durch, ich habe eine tiefere Stimme und ich werde gucken, vielleicht nehme ich sogar jetzt sofort nur noch mit diesem Mikrofon auf, weil vielleicht ist die Verhörerin sogar besser als mit dem alten. Werden wir alles sehen. Oh, ein bisschen ungewollt. Filter, schön Filter mitnehmen und ja, so viel eben dazu. Ich bin mir jetzt noch immer nicht ganz und hundertprozentig im Sicheren, was ich genau mache mit der Videobeschreibung und wegen mit dem Aufnehmen mache und da falle ich gerade runter und sterbe gleich. Hui! Tot, wieder einmal gestorben, wie immer, weil ich solche Spiele absolut nicht beherrsche. Ladevorgang. Psst, das ist der Militärrat. Alter, ich mach das Licht von dir aus, danke. Leise sein wieder. Piep.
entschuldige mich für die Nebengeräusche, die jetzt eventuell gerade im Hintergrund hört. Das ist ganz einfach mein dicker fetter Kühler von meinem PC, der läuft gerade. Aber mein PC läuft schon den ganzen Tag lang und irgendwann muss ich auch mal richtig kühlen und naja. Den habe ich gerade einmal angeschlossen. Nun ja. Denn so sind so. Eventuell wird diese Audiospur sogar länger werden als das Video von sich hier. Daher müssen wir gucken. Es gibt doch weiter zu erzählen. Ich versuche einigermaßen noch nebenbei noch dafür reinzubringen, was in dem Video geschieht. Da plündere ich den wieder auseinander und hab noch nicht gesehen und sowas. Ja, also ich kann euch ans verraten, wir werden bald ein paar Modern Warfare 3 Videos kommen, beziehungsweise ein paar COD3, wenn ich sogar Glück habe, bald mein neuen PC bekaufen darf. Von meinen Eltern her habe ich dann sogar Battlefield 3 und dann kann ich Battlefield 3 Videos machen. Ja, dann kommt für euch Battlefield 3 Videos, aber dann kommen richtige Fail-Videos mit meinem Kumpel zusammen und alles. Bald kommt Portal 2 Koop. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Schön aufgenommen von mir, mein Kumpel. Schöner Portal 2 Koop. Vielleicht nehmen wir sogar beide auf. Immer so 15 Minuten Takt, dass auf beiden Seiten mal was seht. Müssen wir mal gucken. Jo. Aber sonst habe ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich mute mich jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen und genieße mal kurz den Spieleverlauf, denn ich muss kurz weg. So, und da bin ich auch schon wieder nach Telefon, war gerade auf einmal an und dann müssen wir über die Mitte, was ich dann telefoniere. Ich hätte mich vielleicht sogar bald in den Videos mal zeigen. Vielleicht, wer weiß. Ich habe mich auch vorbereitet und ein paar neue Videos, ein paar neue Spiele besorgt. Und zwar habe ich mir besorgt, Portal 2 hat eben wie gesagt, vielleicht mache ich einen Singleplayer. Ich spiele ich gerade schon ein bisschen so an, um mich da ein bisschen reinzufrieren, weil der Multiplayer ist ziemlich schwer. Von daher muss ich da mal gucken. Ich gucke mir gerade hier so ein paar Angebote an. Und Steam noch nebenbei, denn ich habe so 5 Euro Guthaben drauf und da morgen der letzte Tag ein Guthaben und Steam angeboten ist, gucke ich nochmal welche durch. Jetzt kommen wir mal richtig schön durch. Bioshock zum Beispiel, das ist bestimmt auch ein geiles Game. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Das gucke ich mir mal ganz kurz an, Leute. Ja, doch, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht recht geil aus. Ich überlege mal, was ich das hinterher kaufe. Ja, jetzt bin ich in so einem ganz hässlichen Teil des ganzen Spiels angekommen. Da reden so komische Gespenster mit mir, sag ich mal so. Auf gut Deutsch. Gespenster. Aber keine Ahnung. Wir werden nachher noch in den späteren Verlauf in welchen anderen Parts noch Kahn treffen. Das wollte ich auch nochmal und da werde ich gleich mal zeigen, wo man genau den jetzt an dieser Stelle wieder sehen wird. Den Kahn. Irgendwie hängt meine Maus gerade extrem. Ja, schön für die Farbe. Große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, mein Herr. Ich höre dich. Dann schnell da rein. Da die Hand zum Beispiel gerade eben direkt gesehen habt. Khan hat uns bereits da geholfen.
Die Hilfe entscheidet schon von Anfang an. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? John, hast du Entschuldigung. Ja. Das wünsche ich keinem Feind. Ich habe mir nebenbei noch die komplette Age of Empires Collector's Edition geholt. Und ja, wie soll ich sagen? Vielleicht hole ich euch, vielleicht besorge ich. Also vielleicht Let's Play ich die, jetzt habe ich es aber vielleicht Let's Play ich die jetzt, oder? Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Dann gibt es ja noch Galactic Civilizations Ultimate Edition. Das Spiel sieht zwar richtig beknattert aus, sag ich mal, aber ich weiß nicht, ob ich das wenn der kaufen sollte. Bin ich noch am überlegen. Ja Leute, ich rede gerade über so ein paar Let's Plays, die ich machen werde, die jetzt eingeschaltet haben, die vorgespult haben. Ich gucke gerade über Steam hier, welche Spiele gerade so im Angebot sind und was ich mir eventuell kaufe. Terraria, wisst ihr ja wahrscheinlich, Leute, ist ja der pausiert, beziehungsweise mehr oder weniger abgebrochen, kann man sagen. Weil wir haben mal viel Scheiße gebaut gehabt, wie ihr in der Dreiviertelstunde Folge gesehen habt. Und ja. Costume Quest. Was haben wir denn da? Was ist das für ein Spiel? World of Goo haben wir ja auch noch, Leute. Aber ob ich das Let's Play, da denke ich weniger. Da werde ich wahrscheinlich mal mein Tablet an diesen PC hier anschließen. Muss ich gucken, ob ich das hinkriege. Und ja. Genau, jetzt sind wir an dieser komischen Markstation angekommen und jetzt helfen die uns und lasst euch noch ein paar Menschen killen. Genau. Ein paar mutierte Sachen da. Diese Mutanten, Gedönsviecher da. Ja, ist diese, keine Ahnung. Ja, Leute. Zivilisation 5, Prince of Persia, was soll ich mir kaufen? Gebt mir eine Hilfestellung. Leute von heute, Alter. Left 4 Dead 2 habe ich ja auch vorerst pausiert. Dafür muss weiterhin. Davon könnte ausgehen. Allerdings nur in einer scheiß Qualität und ich werde das absolut kacke aufnehmen. Weil das ist für mich wirklich so ein fettes Spaßprojekt. Und mehr ist es für mich nicht. Deswegen werdet ihr mich dann nur auf einem Ohr hören. Weil ich muss gerade hier mit diesem Videos alles, muss ich die ganzen Audiospuren alles umstellen, umbearbeiten. Weil, damit ihr mich auf beiden Ohren hören könnt. Sonst ist das gar nicht mal so einfach. Und das ist eine heile Arbeit für mich, weil ich ein alter Headset nicht habe. Aber das mache ich auch für euch. Nur für euch. Mache ich das natürlich. 2 Euro und spiele halt auch von mir. So Witcher heißt das. Das sieht mir auch verdammt gut aus. Das ist bestimmt so ein, das ist ein Rollenspiel. Ist das? Genau so ein Rollenspiel. So, ich sag mal so WoW-artig. Kommt das? Und. Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Mörben, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wieder. Genau, vorhin, wenn ihr was gesehen habt, da habe ich drauf geschossen und mich gewundert, warum wir zurückschießen. Ja, ist ja immer sinnvoll, weil wenn ihr auf Menschen schießt, schießen die natürlich zurück. Was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Genau, Bourbon. Soll ich aber auch jetzt schon mal Bourbon sterben? Dann sind wir wieder da. Dann treffen wir Karen. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Absolut. Skyrim, Elder Scrolls von Skyrim, werde ich nicht Let's Playen. Ich habe das Spiel zwar, aber ich will es nicht Let's Playen, aus dem einfachen Grund, weil ich das Spiel immer scheiße finde. Warum ich das Spiel überhaupt habe? Don't ask me, please. Cohen Cube soll auch ein ziemlich begehrtes Spiel in letzter Zeit sein. Man konnte fast alles kaufen, aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Sofort die Waffen wegstecken!
was Cube ist, genau. Ins Licht kommen. Langsam, langsam. Das sieht mir so aus wie so ein... Ich will verdammt sein. Wie so ein Portal-Klon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Der hat auch einen Namen nebenbei. Nämlich Artyom. Ich rede mit dir. Okay, also Cube soll auch ziemlich begehrt sein, aber mir persönlich hat mir einen Trailer davon gesehen. Mir persönlich gefällt das Spiel absolut gar nicht. Irgendwie kann ich, während ich nachkommentiere, besser labern, als wenn ich nur kommentiere. Warum auch immer. Ist einfach so komisch. Egal. Aber ich werde das nicht durchziehen, das nachkommentieren. Ich werde das hier machen und dann nie wieder. Splinter Cell Conviction an den Leuten. Habe ich auch mal angefangen aufzunehmen. Ob ich das nochmal neu mache, weiß ich nicht. Oder ob ich das überhaupt hochlade, was ich angefangen habe, weiß ich auch nicht. Ja, dann bin ich jetzt wieder gestoppt irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Okay. Ich glaube, da habe ich irgendwas erklärt. Ja, genau, da habe ich erklärt, dass ich nur durchrushen werde, weil wir das bereits erlebt haben, ne? Und ich da eigentlich darauf konzentrieren werde, die ganzen schleichenden Köpfe jetzt nehmen mir hier, die sterbe ich doch gerade schön. Tut mir leid, dass ich gegähnt habe und dass ich huste und alles, bin war so krank und war so müde und ja. Ja, ich bin gerade auch ziemlich leise, weil ich mehr oder weniger doch ein bisschen auf das Spiel mich konzentriere, aber tut mir doch zuhören, was sie da labern. Das macht man selber so gar nicht. So, mir gerade einen Trailer von so einem Sternendingen an. Also Star Galaxy, Star Rulers. Da kann man seine eigene Galaxie erschaffen, wie es aussieht, wenn ich richtig gucke. Mit schwarzen Löchern alles. Das sieht nicht schlecht aus. Es ist doch recht interessant. Aber ich würde es mal trotzdem nicht holen. Mirror's Edge und sowas. Ich weiß nicht so richtig. Mirror's Edge kostet im Moment 5 Euro. 4,99, da würde es auf 75% würde das dann 2,50 kosten. Ne, ich display das nicht. Das fällt mir absolut gar nicht, das Spiel. Ich habe noch Amnesia-Demo auf meinem PC installiert, Leute. Werde ich auf jeden Fall aufnehmen und abspielen, die Demo. Dann haben wir noch Bulletstorm. Habe ich heute durchgespielt. Also mit kein Blind-RP, aber es wird ein RP geben. Das sage ich euch jetzt schon. Das Vorteil 2 ja, wie gesagt, Magica. Genau, Magica. Kommt bald im Koop zu dritt. Oder nicht im Koop, sondern im Third Op. Oder wie das heißt. Wir haben das zu dritt zusammen aufgenommen. Und zwar mit dem Core-SRP, mit dem Mike und mit mir. Ich nehme wahrscheinlich auch auf, genauso wie der Chris. Jo. Metro machen wir ja gerade. Terraria habe ich schon gesagt. Morgen haben wir 40.000 Space Marine. Das Spiel an sich, von dem Aufbau, ist es langweilig. Schlagen, Toter und fertig. Bumsen. Mehr ist halt nicht in dem Spiel und von daher ist das nicht jetzt plain. Call of Duty, wie gesagt. Da werden Kommentare kommen. Ohne Ende. Da haben wir noch Binding of Isaac. Das gefällt mir so gar nicht. Aber naja, der Part ist auch schon wieder fast zu Ende jetzt. Und ich hüpfe hier noch ein bisschen durch die Gegend damit in dem Markt. Ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nicht.
Okay. Als wenn du es nicht wüsstest. Dritter Planet der Sonnensystem. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt. Versuch ja schon wieder rauszukommen, aber irgendwie ohne Erfolg. Mich hast du nicht bezahlt. Aber es wird den kleinen Windmännchen nicht viel sagen. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Niemand. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Hier ist Mose. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Hört mich jemand? Dreh. Na, sieh du ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Danke. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels. Und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Zum Fortfahren, eine Taste drückt. Man gucke, noch habe ich 43 Filter. Hinterher im späteren Spielverlauf in anderen Parts. Kommen mal da mehr Filter. Aber egal, das LP dieser Part ist fast zu Ende, Leute. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier schon mal von euch und wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oft bauen die sich an der Oberfläche verschiedene.